Und einen schönen Tag auch an Christina Weißenbach, Politikwissenschaftler, die uns zugeschaltet ist. Sie ist Politikwissenschaftlerin an der Universität Duisburg-Essen. Ich grüße Sie ganz herzlich, Frau Weißenbach. Guten Tag. Frau Weißenbach, also wir wissen, der Kanzler ist auf TikTok, die Grünen gehen bald auf TikTok. Sie haben eben auch aufmerksam zugehört. Was fällt Ihnen auf beim Zuhören dieser Parteipressekonferenz? Ja, das ist eines der 4, 5 interessantesten Themen, finde ich, dieser Pressekonferenz. Denn das auch in der Politikwissenschaft treibt uns um. Das Zusammenspiel von Medien und Politik, die Rolle sozialer Netzwerke, von Plattformen und auch die Rolle speziell von TikTok, wenn es darum geht, Erstwählerinnen auch jetzt für die Europawahl zu erreichen. Kindergrundsicherung war so ein Thema, was eigentlich politisch hochgejazzt war übers Wochenende, aber von Frau Lang doch eher nur auf Nachfrage beantwortet wurde. Was hört da die Politikwissenschaftlerin vielleicht auch zwischen den Zeilen heraus? Ja, es ist natürlich das Streitthema in der Ampelkoalition. Auch nochmal hier, das wissen wir, aber ein Dreierbündnis, das erste Mal in Deutschland. Insofern auch hier wieder ein Politikfeld, in dem es um das Ringen geht, um das Verhandeln, Vermitteln in dieser Koalition. Das sind immer Aushandlungsprozesse und das möchte hier vermieden werden, da der Knie in die Tiefe zu gehen. Es steht aber ja nochmal für etwas ganz anderes, glaube ich, dieses Ringen um dieses Streitthema. Es geht, glaube ich, auch nicht hier um 5000 Behördenstellen, nicht um diese Zahl, sondern es geht darum, wo Deutschland als Sozialstaat steht. Also welches Modell sind wir eigentlich als Deutschland? Welches Wohlfahrtsstaatsmodell sind wir und was erwarten Bürgerinnen und Bürger von solchen Maßnahmen? Und dieses Ringen haben auch die Parteien, hat dann auch FDP versus Grünen. Das gesellschaftliche Ringen spiegelt sich hier auch wieder bei den Parteien. Und so eine ganz konkrete Maßnahme wie die Kindergrundsicherung. Und wo ist da das Match? Die FDP will einerseits dieses sozial-wohlfahrtsstaatliche, aber natürlich in sehr eingeschränktem Maße. Die FDP hat ja sofort widersprochen, als es hieß, naja, um den Behördendschungel zu bekämpfen, schaffen wir 5000 Behördenstellen. Da brauchte man nicht lange warten, bis die FDP vorkam und sagte, naja, das ist ja nun den Teufel mit dem Beelzebub auszutreiben. Naja, wir sehen hier einerseits jetzt auch, weil ich habe über das Wohlfahrtsstaatsmodell gesprochen, da sind wir in Deutschland, ist die Erwartungshaltung schon ein eher konservatives. Wir haben noch liberale und die sozialdemokratischen Modelle, die wir aus Skandinavien kennen. Die FDP würde ich ja nach wie vor von ihren Positionen stärker bei den liberalen Wohlfahrtsstaatsmodellen verorten. Und das ist eben jetzt hier auch das Ringen, ne? Wie viel Staat und wie viel Nicht-Staat möchte man an dieser Stelle, wie viel Mittel sollen hier an dieser Stelle ausgegeben werden oder nicht. Und das ist auch das, was bei Bürgerinnen und Bürgern in Deutschland entweder für Verständnis dieser Reform sorgen wird oder eben nicht für die Akzeptanz einer solchen Reform. Glauben Sie, Sie sagen es jetzt eher so auf innerpolitische oder sachpolitische Auseinandersetzung hingetrimmt, glauben Sie, das ist auch Sprengstoff für ein mögliches Auseinanderdriften der Koalitionspartner FDP und Grüne, weil es eben immer wieder solche Schnittstellen gibt, wo man sagt, naja, zusammenkommen tun wir da nicht. Da muss jeder wirklich Profil zeigen und seine eigene Richtung durchsetzen. Nicht nur ansetzen und in den Kompromiss führen, sondern auch massiv durchsetzen. Koalition steht auf jeden Fall unter großem Druck und insofern ist das natürlich jetzt kein Gewinn, dass man hier das nächste Thema hat. Ich sehe die Koalition nicht kurz vor dem Zerfall und würde hier auch keine Horrorszenarien an die Wand malen. Aber tatsächlich sehen wir, dass das wieder ein Thema ist, was auch ein Problem ist zwischen, wie stelle ich eine Reform dar? Welche Zwänge sind hier vielleicht auch, eine Reform auch auf so einer Pressekonferenz darzustellen einerseits und wie sind die Entscheidungslogiken dahinter? Wie wird das dann in der Koalition selbst behandelt? Also insofern sieht man ja auch, wie Ricarda Lang reagiert hat. Ihre Antworten, wie Sie gesagt haben, waren auf Nachfragen. Ihre Antworten waren auch immer, an die Geschlossenheit der Koalition zu appellieren. Das haben wir jetzt häufiger gehört. Und sie hat sehr stark auch von der internen Diskussion und nicht von der über die Medien, nicht die Medien vermittelte Diskussion gesprochen. Insofern ist das eigentlich auch kohärent gewesen, wie sie hier argumentiert hat. Kann man ja auch ein bisschen verstehen, dass man auch hinter den Kulissen in Ruhe mal sprechen muss, um eine gute Entscheidung zu finden, gerade bei solchen Riesenthemen wie Kindergrundsicherung. Nochmal zum Verständnis, da sollen künftig ab 2025, wenn es gelingt, sozialpolitische Leistungen für Kinder gebündelt werden, wie das Kindergeld, die Leistung aus dem Bürgergeld oder eben der Kinderzuschlag.
Sprechen wir noch über ein weiteres Thema, was auch angeklungen ist. Das ist die Causa Büstron, wie es immer heißt. Peter Büstron, er soll sich unbotmäßig nahe verhalten haben gegenüber dem russischen Regime, berichtet zumindest eine tschechische Zeitung. Büstron selber widerspricht heftig gestern gegenüber dem Vorstand. Der Vorstand stützt ihn und sagt, naja, es gilt halt im Rechtsstaat die Unschuldsvermutung, solange da nichts sozusagen klar auf dem Tisch gegen ihn liegt, was die Verdachtsmomente erhärtet, sprechen wir ihn erstmal schuldfrei. Wie sieht die Politikwissenschaftlerin das grundsätzlich? Ich finde grundsätzlich interessant, was auch in der Pressekonferenz gerade angeklungen ist, dass es nicht nur um Büstron alleine geht, sondern dass das exemplarisch für etwas steht. Exemplarisch auch für die Aufdeckung solcher Fälle, exemplarisch für Momente, die wir jetzt öfter noch im Kontext der Europawahl haben könnten und auch die Rolle von Plattformen, das wurde in dem Kontext jetzt unmittelbar angesprochen und die Rolle, wie Erstwählerinnen und Erstwähler hier eben dann auch ihre politischen Informationen bekommen, die Rolle von Desinformationen im Wahlkampf, dieses Ringen darum, um die Aufklärung des Prozesses und welche Rolle dabei Plattformen sprechen und spielen, das fand ich hier sehr interessant. Ich danke Ihnen ganz herzlich für diese politischen Einschätzungen. Christina Weißenbach war das, Politikwissenschaftlerin von der Universität Duisburg-Essen. Ihnen noch einen schönen Tag. Danke für die Einladung.